Also wir sind politisch in Griechenland in einer sehr komplizierten Situation. Die Kompliziertheit der Situation, die drückt sich so aus, dass wir eine Regierung haben, die im 2012, beinahe hätte ich gesagt 1912, aber 2012 angetreten ist. Das war eine Drei-Parteien-Koalition mit einer Mehrheit, mit einer großen Mehrheit von Sitzen, von Parlamentssitzen. Es waren 178 von 300 Sitzen. Inzwischen bei der letzten Abstimmung im Parlament waren es 153. Das heißt, es ist schon vorauszusehen, dass diese Regierung, diese Parlamentsmehrheit sich nicht sehr lange halten kann. Es haben bei einer Vertrauensabstimmung, es war ein Misstrauensantrag, den wir gestellt hatten, haben 153 für die Regierung gestimmt, allerdings drei von ihnen mit Vorbehalt. Das heißt, die Mehrheit im Parlament ist überhaupt nicht gesichert. Und es wird sehr viel davon abhängen, wie die Kommunalwahlen im nächsten Jahr, in diesem Jahr, im Mai, und die Europaparlamentswahlen ausgehen. Vor allen Dingen, im nächsten Jahr steht die Wahl des Staatspräsidenten an, und dafür sind 180 Stimmen notwendig. Wenn sie nicht zustande kommen, dann gibt es Neuwahlen. Aber das ist nur ein Aspekt. Die politische Krise, in der das griechische Regierungssystem steckt, ist nur ein Aspekt der Situation in Griechenland. Das Wichtigste ist, dass sich die Erfolgsgeschichte, die der Ministerpräsident dem griechischen Volk, auch den europäischen Partnern versprochen hat, sich in nichts auflöst, weil erstmal die Wirtschaftsdaten nicht stimmen. Und beispielsweise, worüber sehr viel gesprochen wurde, ist, dass Griechenland zum ersten Mal in den letzten 10 Jahren einen Haushaltsüberschuss aufzuweisen hat, ist auch wahr. Nur das ist ein Haushaltsüberschuss, der mit großen Opfern geschaffen wurde, mit Opfern der Bevölkerung und mit einer tiefen Rezession. Das ist also kein gesunder und kein nachhaltiger Überschuss. Zweitens hat die griechische Regierung vorausgesagt, dass im nächsten Jahr, es ist das fünfte Mal, dass das vorausgesagt wird, dass im nächsten Jahr, also 2014, ein Griechenland aus der Krise herausgehen kann mit einem leichten Wachstum. Dann kam das Gutachten des deutschen Sachverständigenrates, in der nochmal eine Rezession, eine kleinere, aber eine Rezession und eine ansteigende Arbeitslosigkeit voraussagt. Es wurde sehr viel auch darüber gesprochen, dass das Programm, das Griechenland, wie man allgemein sagt, aufgezwungen wurde. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aufgezwungen hat. Ich glaube, das wollten sie alle. Genau dieses Programm wollten sie alle. Dass dieses Programm von Anfang an falsch war, das hat der Internationale Währungsfonds gesagt. Angela Merkel hat auch gesagt, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht worden sind. Und diese Fehler, die als Fehler werden die Voraussagen über die Rezession genannt. Ich glaube nicht, dass in der Wirtschaftsgeschichte der neueren Zeit irgendjemand genau vorausgesagt hat, wie
eine Rezession, wie hoch eine Rezession ist oder wie tief oder wie. Das ist unmöglich, das weiß jeder Volkswirt. Und das, also war es kein Fehler, sondern es war ein gewolltes Programm. Und dieses gewollte Programm beinhaltet die Minderung des öffentlichen Sektors in Griechenland. Das heißt, den Rückzug des Staates von verschiedenen Aktivitäten, vor allen Dingen Bildung, Gesundheit und Sozialfürsorge, aber auch Energie und Verkehr. Und das ist ja kein besonderes griechisches Programm, das ist ein europäisches Programm. Und deswegen kann keiner glauben, dass das der griechischen Regierung das aufgezwungen wurde. Wenn die griechische Regierung, also die griechischen Regierungsvertreter in den EU-Gremien für dieses gesamteuropäische Programm stimmen und dieses gesamteuropäische Programm unterstützen, dann kann ich nicht einsehen, wie sie hinterher kommen und sagen, das wurde uns aufgezwungen. Nichts wurde ihnen aufgezwungen. Genau das wollten sie. Nur es ist einiges schiefgegangen, was sie natürlich nicht wollten, denn keine Regierung will, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt und keine Regierung will, dass, wie es jetzt in Griechenland ist, 3 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung sind. Ohne Krankenversicherung, das heißt, sie werden behandelt nur in akuten Fällen. Ein unversicherter Herzkranker wird behandelt, wenn er einen Herzinfarkt kriegt. Aber vorher wird er nicht behandelt. Ein Krebskranker wird im letzten Stadium behandelt. Vorher nicht, wenn er unversichert ist. Das ist die Situation. Die rührt auch von der Arbeitslosigkeit her, weil Arbeitslose halt nicht versichert sind. Und das ist auch der Grund, warum die Erfolgsgeschichte, die griechische Regierung den Griechen und ihren europäischen Partnern versprochen hat, keine Erfolgsgeschichte ist. Sondern Griechenland immer weiter in die Rezession getrieben wird. Und das wird im nächsten Jahr so sein und im nächsten, übernächsten Jahr auch. Wenn dieses Programm weitergeführt wird. Und wir sind angetreten, um das zu stoppen. Damit es nicht weitergeführt wird. Eine Erscheinung, von der ihr alle wisst und die in Europa für Unruhe sorgt, die diese Erfolgsgeschichte begleitet hat, ist das Ansteigen der Nazis in Griechenland. Griechenland hatte schon vorher eine rechtsradikale Partei, die von allen politischen Kräften, von den Konservativen bis zu den Linken, geschnitten wurde, bis zur Krise, bis zur Bildung der ersten oder der zweiten Krisenregierung. Dann wurde sie von den Konservativen und den Sozialisten in die Regierung geholt. Man sagt, mit der Zustimmung europäischer Gremien, aber das sagt man nur, damit ein bürgerlicher Block, der im Zerfallen begriffen war, wiederhergestellt wird. Dadurch wurde erstens diese Partei vernichtet, die existiert praktisch nicht mehr, weil die rechtsradikale Strömung, alle rechtsradikalen Strömungen sind, die populistische Strömungen sind, die, und sie können mit einem strikten
Kürzungsprogramm nicht auftreten. Sie wurde praktisch also aufgelöst. Und an ihrer Stelle ist die Nazi-Partei, die Partei der Nazis, nicht entstanden, aber zu wichtigen und zu verhältnismäßig großen Partei in Griechenland geworden. Eine Partei mit einem Stimmenanteil von 7% ist schon eine große Partei. Das war eine Gruppierung, die man vorher als Spinner belächelt hat, mörderischer Spinner, weil sie ja ziemlich gewalttätig waren, vor allen Dingen gegen Migranten, aber nicht nur, gegen Migranten, gegen Schwule, allgemein gegen Menschen, die etwas anders aussehen als andere. Beispielsweise mein jüngerer Bruder wurde verprügelt, weil er lange Haare hat und einen Ohrring. Das zufällig auf der Straße getroffen und zusammengeschlagen. Aber als das, was sie sagten und was sie publizierten, das wurde belächelt. Denn das ist die ganze alte Geschichte, die ganze alte Rassentheorie, die so wie ihr sie in, das heißt, eure Vorfahren, in Deutschland kennengelernt habt, es in Griechenland nicht gab. Das heißt nicht, dass es in Griechenland keinen Rassismus gibt, aber es gab keinen in Anführungsstrichen wissenschaftlich fundierten Rassismus. Es gab keine Rassentheoretiker. Und das wurde alles belächelt. Durch diese Politik, die betrieben wird, bekam die Nazi-Partei Zulauf. Sie versprach, das Wirtschaftsproblem durch den Stopp der Einwanderung zu lösen. Und sehr viele Menschen stimmten für sie und folgten ihr auch aus Zorn. Aus Zorn gegen das System, wie man sagt. Die Reaktion der bürgerlichen Parteien auf die Nazis war am Anfang eine duldende Reaktion. Neulich hat ein Abgeordneter der Konservativen im Fernsehen gesagt, die Nazis hätten ja den Konservativen geholfen, weil sie mit den Ausländern aufgeräumt hätten, so dass sie es selber nicht zu tun brauchten. Also die haben die Nazis geduldet, die Polizei hat mit ihnen kooperiert, mit dem Ergebnis, dass in den Wahllokalen, wo viele Polizisten wählen, also in der Nähe von Polizeistationen, der Stimmenanteil der Nazis auf 30% stieg. Und das haben sie auch gemacht mit der Hoffnung, die Nazis zu zivilisieren. Das heißt, eine Entwicklung herbeizuführen, wie man sie in Italien gesehen hat, mit der Partei der Neufaschisten, die zu einer rechtskonservativen Partei geworden ist und mit Berlusconi eine Koalition eingegangen ist. Das nahm ein plötzliches Ende, als die Nazis einen Griechen ermordeten. Denn sie hatten vorher Pakistanis ermordet, sie hatten einen Afghanen ermordet, sie haben sehr viele Menschen verprügelt. Aber das zählte nicht so sehr, wie eben einen Griechen zu ermorden. Das haben sie gemacht. Zufällig wurde der Mörder gefasst. Eine Polizistin hat halt reagiert. Bis dahin hatte sich die Polizei sehr zurückhaltend gezeigt, also bei der Auseinandersetzung. Es waren etwa 15 Polizisten dabei, als so der Streit anfing. Sie griffen nicht ein, bis eben der Nazi diesen jungen Musiker erstochen hat. Und da ist halt eine junge Polizistin vorgegangen und hat gesagt, aber so nicht.
Und dann ging es eben sehr schnell mit der Verhaftung der Führer der Partei und der Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ich glaube nicht, dass das reicht. Das ist richtig so. Und das ist auch gut so. Aber das reicht nicht. Denn wenn man so ein Problem hat, das kann man nicht nur mit der Polizei reagieren. Das ist eine Frage der politischen Bildung, das ist eine Frage der Ausbildung der Polizei, das ist eine Frage der Menschenrechte, eine Frage der Politik für die Migranten, einer neuen Migrationspolitik, deren Anzeichen wir in Griechenland nicht sehen. Allerdings wurde jetzt ein Antirassismusgesetz vorbereitet und vorgelegt, das aber nichts anderes ist als das alte Antirassismusgesetz, das in Griechenland nie angewandt wurde. Also kann man nicht erwarten, dass es mit dieser Politik und mit diesem politischen System die Nazi-Frage angepackt wird. Und das ist eine sehr wichtige Frage, deswegen rede ich auch so viel drüber, weil sehr viele Menschen hier in Deutschland, mit denen ich drüber gesprochen habe, die denken, das seien einfach Rechtsradikale. Das ist es nicht, ist nicht der Fall. Das sind nicht Rechtskonservative, das sind keine Rechtspopulisten, sondern das sind richtige Nazis, wie man sie halt aus den 30er und 40er Jahren kennt. Mit allem, was dazu gehört. So, Frage nun. Gibt es in Griechenland einen Widerstand? In den Jahren 2010 und 2011 war bei vielen Linken in den anderen europäischen Ländern Griechenland so etwas wie ein Vorbild des Widerstandes, weil es halt sehr viele und sehr große Streiks und Kundgebungen und Protestaktionen gegeben hat. Die gibt es nicht mehr in diesem Umfang. Natürlich gibt es immer wieder Streiks, immer wieder Kundgebungen, aber nicht in diesem Umfang wie damals. Die Gründe sind zwei. Der eine Grund ist, dass in diesen Jahren 10 und 11 diese Kundgebungen, Demonstrationen und Streiks von Gewaltaktionen begleitet waren, die den Menschen, die streikten und demonstrierten, eigentlich fremd waren. Man hat sogar, ohne damit sagen zu wollen, dass das alles Provokationen war. Das waren nicht alles Provokationen, das waren Menschen, die halt dachten, so muss das, so müssen sie agieren. Aber immer wieder hat sich gezeigt, und es gibt Bildmaterial darüber, dass bestimmte Gruppen, die Gewalt angewendet haben, mit der Polizei zusammenarbeiteten. Es gibt konkrete Videos, die solche Menschen sich hinter Polizeiwagen umziehen, zeigen. Die zogen ihre normale Zivilkleidung aus und zogen sich schwarze Kleider über. Und gingen mit Stangen danach gegen Polizisten vor. Man hat auch bei einer Großdemonstration eine Gruppe von Neonazis Demonstranten haben die beinahe festgenommen und sie wurden dann von der Polizei gerettet. Also, aber das ist nur der eine Grund. Ein wichtiger Grund, weil bei diesen Gewaltakten es Tote gegeben hat.
und sehr große Zerstörungen. Der andere Grund aber ist, dass die Menschen keine Erfolge sahen. Sie haben sich verausgabt und viele Menschen, da haben wir vielleicht auch einen Fehler gemacht. Ich meine, wir als Partei, als Syriza, viele Menschen hatten erwartet, dass durch solche Protestaktionen es zu einer Regierungsänderung kommen könnte. Es hätte kommen können, aber das war alles andere als sicher von Anfang an. Und man hätte sich auf darauf vorbereiten müssen. Das haben wir nicht zu Genüge getan. Außerdem ist die Gewerkschaftsbewegung fast aufgelöst. Also die Kraft, die solche Aktionen organisieren kann, sehen Sie, Streiks können nicht von politischen Parteien organisiert werden. Sie haben nicht die Organisation dazu und sie haben auch nicht die Legitimierung, Streiks zu organisieren. Sie können politische Aktionen, sie können politische Kundgebungen machen, aber sie können nicht Streiks organisieren. Das können Gewerkschaften machen. Die griechische Gewerkschaftsbewegung ist praktisch aufgelöst, vor allem, weil in der Vergangenheit, in den Jahren vor der Krise, und das ist hauptsächlich die Schuld der sozialistischen Partei, aber nicht nur, das ist auch die Schuld der Konservativen und teilweise auch die Schuld der Linken. Wieder, weil sie nicht darauf geachtet hat. Die Linke war damals schwach, aber trotzdem, weil sie nicht darauf geachtet hat, dass die Gewerkschaft, dass der griechische Gewerkschaftsbund und seine Gliedsgewerkschaften auf eine Auflösung zu treiben. Und sie trieben auf eine Auflösung zu, weil die Korruption zunahm in der Gewerkschaft und vor allem, weil die Gewerkschaftsführung sich mit der Regierung in der Regierungspolitik identifiziert. Und das können organisierte Menschen nicht dulden. Das heißt nicht, dass es einen Aufstand in der Gewerkschaft gibt. Nein, sie gehen weg. Sie gehen nicht mehr dahin. Sie unterstützen die Gewerkschaftsführung nicht mehr. Auch wenn sie Mitglieder bleiben. Ich weiß, dass man in linken Kreisen hier in Deutschland ziemliche Kritik auf die deutsche Gewerkschaftsführung übt, aber ich möchte keinem wünschen, in einem Land ohne Gewerkschaften zu leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Eine Hoffnung, ein Hoffnungsschimmer ist die breite Unterstützung, die Solidaritätsnetze erfahren, die auf Initiative von Genossinnen und Genossen von Syriza aufgebaut wurden und von unserer Partei auch sehr stark unterstützt werden, aber wir wollen sie nicht führen. Und das ist ein schwieriges Problem. Es ist ein schwieriges Problem, etwas zu unterstützen und dabei zu sagen, ja, wisst ihr, aber ihr müsst selbst wissen, was ihr tut. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich kann euch Geld geben, also unsere Abgeordneten geben 20% ihrer Bezüge für diese Solidaritätsnetze. Leute von uns kommen dahin, aber wir werden nicht durch Parteibeschluss sagen, wie so ein Solidaritätszentrum in einem Wohnviertel oder in einem Dorf funktioniert oder was es zu tun hat. Das müsst ihr selber machen. Das ist sehr schwierig, weil die Menschen an sowas nicht gewohnt sind. Beispielsweise sind nicht gewohnt,
in einem sozialen Gesundheitszentrum, dass die Ärzte, die zum großen Teil Genossen und Genossen sind von uns, ihren Patienten sagen, ja kommt und lasst uns mal diskutieren, wie das hier weitergeht. Also weil die Patienten daran gewohnt sind, dass die gehen hin, die werden untersucht, die kriegen da ihre Medikamente und gehen wieder nach Hause. Und das ist eine, das ist ein schwieriger Prozess, aber sehr interessant. Oder wenn man Lebensmittel verteilt, dass man den Leuten, die eben Not leiden und Lebensmittel brauchen, sagt, ihr müsst dafür sorgen, dass wir Lebensmittel bekommen, damit die verteilt werden. Ihr müsst zu den Lebensmittelhändlern gehen und das fordern. Es gibt eben nicht niemand anders, der das machen kann. Aber das geht. Wie gesagt, sehr schwierig, aber es geht. Und es ist sehr ermutigend, dass so viele Menschen in ihrer Freizeit, zum Beispiel, wie gesagt, Ärzte, Pfleger, Rechtsanwälte, Lehrer, in ihrer Freizeit solche Sachen machen. Dass beispielsweise Menschen, die aus ihren Wohnungen vertrieben werden, weil sie halt ihren Kredit oder ihre Miete nicht zahlen können, Rechtsbeistand finden. Und das machen, ich war neulich mit einer jungen Frau, die eben so ein vor Gericht ging. Sie hat sich an so ein soziales juristisches Zentrum gewandt und es kam und die ging da vor Gericht und da kam die Anwältin, das war eine hochschwangere Frau, die arbeitete morgens in ihrer Kanzlei und nachmittags ging sie mit ihren anderen Kunden sozusagen und redete mit ihnen und gab ihnen Beistand und Ratschläge mit ihrem Kind im Bauch. Das geht und das hat Wirkung. Und das erhöht den Zusammenhalt der Bevölkerung und das verhindert, dass die Menschen sich in dieser Krise gegeneinander wenden. Was nun, ja, aber das reicht ja alles nicht. Habt ihr eine Taschentuch? Ich bin ein bisschen erkältet, das ist ja auch euer Wetter auch hier so. Ja, ich werde auf Knie stehen. So, das reicht alles nicht. Denn eine schlechte Politik und eine schlechte Situation können nicht abgeschafft werden, ohne eine andere Politik und eine andere Situation zu haben. Und die politische Kraft, die jetzt in Griechenland das für sich beansprucht, und ihr Anspruch auch realistisch ist, ist unsere Partei. Unsere Partei war anfangs ein loses Bündnis von verschiedenen, meistens gescheiterten linken Gruppen. Also bei Parlamentswahlen zwischen 3% und 5% bekamen. Und es ist nicht zu leugnen, dass die Krise einer der wichtigsten Gründe für unser Anwachsen ist. Es ist aber nicht nur einer der Gründe für unser Anwachsen, sondern auch ist einer der Gründe für unsere Reifung. Das ist eine gewaltsame Reifung, weil wir plötzlich in der Pflicht waren, realistische Vorschläge vorzulegen,
mit unseren alten Vorstellungen zu brechen, unsere alten Vorstellungen zu kritisieren, zu sehen, dass man etwas Positives sagen muss und das heißt etwas Positives entwickeln muss. Und das ist ein Prozess, der immer noch andauert. Ich werde euch ein Beispiel geben. Von Anfang an, 210, als das erste Abkommen mit der Europäischen Union, also mit der Europäischen Kommission, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank geschlossen wurde, hatten wir gesagt, eine linke Regierung hat als erste Pflicht, dieses Abkommen zu annullieren. Und die Gesetze, seine Erfüllungsgesetze auch. Nun, seitdem sind 4 Jahre vergangen und das kann man nicht mehr sagen. Weil, wenn man das alles abschafft, dann schafft man alle Regeln, nach denen das Leben in Griechenland organisiert ist. Das Wirtschaftsleben, das politische Leben, das soziale Leben. Die Universitäten, die Krankenhäuser, alles. Es reicht also nicht zu sagen, wir schaffen das ab. Wir müssen sagen, das setzen wir an dessen Stelle. Und das zu sagen, das können wir. Das tun wir auch. Aber das hat eine Kraftanstrengung erfordert, die ich mir nie vorgestellt hatte. Ein Beispiel. Banken. Die griechischen Banken allesamt sind pleite. Die Pleite, die rückt daher, dass die Kredite, die sie reichlich vergeben hatten, nicht bedient werden. Weil die Menschen heute kein Geld haben. Bei einer Arbeitslosigkeit von 28% kann kein Mensch seine Kredite bedienen. Zweitens, weil das Geld, das sie dem griechischen Staat geliehen hatten, weg ist. Diese Banken, diese zerstörten Banken, sie wurden rekapitalisiert, aber eine Rekapitalisierung, das ist ein Kredit. Das heißt, der griechische Staat hat einen Kredit von 50 Milliarden Euro aufgenommen und diese davon 42 Milliarden an die Banken geliehen, 8 Milliarden bleiben als Polster zurück. Das heißt aber, dass diese Banken nicht mehr privat sind, sondern öffentlich. Weil als Sicherheit mussten sie ihre Aktien hergeben. Nun sind diese Banken zwar öffentlich, aber ihre alten Besitzer und Leiter sind im Amt. Frage. Eins ist klar, das muss abgeschafft werden. Wer Geld, öffentliches Geld nimmt, muss den Schlüssel abgeben. Gut. Das hört sich sehr schön an, ist auch sehr plausibel. Was macht man denn mit Banken? Was ist ein öffentliches Bankensystem? Wie sollen Banken geleitet werden? Wie sollen Banken kontrolliert werden? Was heißt öffentlich sein? Das heißt offen der Öffentlichkeit. Weil öffentlich heißt ja nicht Staatsbesitz. Öffentlich heißt, dass das halt öffentlich ist. Öffentlich kontrolliert wird. Wie macht man das? Was für ein neues Modell der Bankenfunktion brauchen wir? Ich muss euch sagen, dass das System der
der deutschen öffentlichen Banken, der Sparkassen, Volksbanken und Genossenschaftsbanken uns sehr gute Ideen gegeben hat in dieser Frage. Nicht, dass wir das übernehmen wollen, aber hat uns sehr gute Ideen, wie man halt Banken öffentlich macht, leitet, kontrolliert und wie man sie benutzt, um die Wirtschaft wirklich anzukurbeln. Zweitens, Universitäten, Bildung. Gut, die Gesetze, die in den letzten 3 Jahren erlassen wurden und die Maßnahmen, die getroffen wurden, das heißt Zusammenlegung von Hochschulen und Schulen, Vergrößerung der Klassen, mehr Stunden für die Lehrer, Entlassung von Lehrern. Gut, das muss weg. Ja, aber wir können doch nicht in das alte Schulsystem zurückkehren. Das hat doch auch nicht funktioniert. Wir müssen ein neues Schul- und Ausbildungssystem entwickeln. Und das kann man, das ist etwas, was wir nicht können. Das ist eine Sache, die eine große öffentliche Diskussion braucht. Wie man zu einem solchen Bildungssystem kommt, das wirklich funktioniert und das die Akzeptanz der Bevölkerung hat. So haben wir uns gedacht, wir machen Gesetzesentwürfe, die sind fertig. Die haben wir in der Schublade. Die dafür sorgen, dass Schulen und Universitäten erstmal funktionieren, weil jetzt funktionieren sie nicht mehr. Die griechischen Hochschulen sind immer noch geschlossen. Die haben kein Verwaltungspersonal. Sie haben keine Lehrkräfte. Also wir müssen dafür sorgen, dass die erstmal funktionieren und danach muss eine große öffentliche Diskussion beginnen über das neue Bildungssystem, das von Anfang an geplant und geschaffen werden muss. Das ist nicht, da sind wir nicht die Ersten, die das machen, das haben die Franzosen vor einiger Zeit auch gemacht. Nicht mit großem Erfolg, aber der Weg, der ist richtig. Drittens, Griechenland hat 25% seiner Wirtschaftsleistung verloren. Griechenland produziert 25% weniger als vor 4 Jahren. Und vor allen Dingen müssen die Menschen zu Arbeit und Brot kommen. Der jetzige Weg ist, man muss die Produktionskosten senken, damit die griechische Wirtschaft wettbewerbsfähig wird und durch Exporte wieder in Gang kommt. Nun Sie, die Exporte, die sind vor einem Jahr etwas gestiegen, nun fallen sie wieder. Warum? Weil ja die exportierenden Unternehmen geschlossen sind. Weil das zu einem großen Teil Unternehmen sind, die zwar exportieren, aber ihre Basis, das ist der Binnenmarkt. Und wenn der Binnenmarkt einbricht, und der Binnenmarkt ist in Griechenland eingebrochen, dann können sie vom Export nicht leben. Und dann machen sie dicht. Und die Güter, die exportiert wurden, die gibt es halt nicht mehr. Es springen andere an ihrer Stelle ein. Italiener, Bulgaren, Deutsche. Wir brauchen also einen neuen Plan zur Aufrichtung der griechischen Wirtschaft. Und dieser neue Plan kann nicht das alte Modell sein. Weil das alte Modell darin bestand, dass es in Griechenland bestimmte Spitzen Zweige, in die Wirtschaftszweige gab, die an erster Stelle im internationalen Wettbewerb standen, die gibt es immer noch. Und alles andere wurde entweder subventioniert oder illegal subventioniert,
zum Beispiel mit faulen Bankenkrediten. Oder davon lebte, dass die Konsumenten billige Kredite aufnahmen und diese Produkte kauften, billige Kredite, die sie nie zurückzahlen konnten, was sich ja auch jetzt gezeigt hat. Also müssen wir neue Wege finden dazu. Und was, ja nun, was machen wir, wo wir doch Sozialisten sind? Bauen wir öffentliche Unternehmen auf? Ja, bis dahin, bis nun ein öffentlicher, ein großer öffentlicher Industriesektor steht, dann, bis dann, was? Also wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und mit dem arbeiten, was wir haben, heißt vor allen Dingen, weil die griechischen Großunternehmen, die sind, die haben keine großen Probleme. Die sind außerdem zum Teil ins Ausland gewandert. Haben ihren Sitz in Genf oder in Brüssel verlegt. Warum? Weil sie dort billige Bankkredite kriegen. Auch wenn sie höhere Steuern zahlen. Das interessiert sie nicht. Wir müssen also ein Programm erarbeiten, das griechischen mittleren Unternehmen eine Aussicht gibt zum Überleben. Nun, diese Unternehmen sind nicht nur verschuldet, sondern haben lange davon gelebt, dass sie Steuern hinterzogen haben. Das heißt, wir müssen einen Plan erarbeiten, um diese Unternehmen wieder in die steuerliche Gesetzlichkeit überzuführen. Und der einzige Weg dahin ist, dass sie wieder gesund wirtschaften, damit sie ja ihren Verpflichtungen auch dem Staat gegenüber nachkommen können. Und dazu brauchen wir halt ein gesundes öffentliches Bankensystem. Vor allen Dingen aber brauchen wir einen funktionierenden Binnenmarkt. Und deswegen sieht unser Programm vor, dass die ersten Maßnahmen, das ist wirtschaftlich notwendig und auch sozial notwendig, dass die ersten Maßnahmen sind, den Menschen zu helfen, die am schlimmsten von der Krise betroffen sind. Das heißt, den Mindestlohn erhöhen. Der wurde fast halbiert. Den Mindestlohn erhöhen, die Mindestrenten erhöhen, das Funktionieren der Gewerkschaften garantieren und die Koalitionsfreiheit und die Verhandlungsfreiheit der Gewerkschaften. Das sind Voraussetzungen, damit der Binnenmarkt funktioniert. Aber das reicht alles nicht, denn wenn wir nicht mit unseren Partnern in Europa, wenn wir uns nicht mit unseren Partnern in Europa verständigen. Jetzt gibt es keine Verständigung. Jetzt gibt es ein Mitmachen, ein Mitschuldigsein. Wenn wir also sagen, wir werden dieses Abkommen kündigen, und hinzufügen, es durch einen ökonomischen, sozialen und ökologischen Aufbauplan ersetzen. Dann heißt das, dass wir diesen Plan mit unseren Partnern in Europa diskutieren müssen. Was wir vorhaben, ist denen zu sagen, hört zu, was bisher war, gilt nicht mehr. Wir haben diesen Plan euch vorzulegen. Dieser Plan braucht Finanzierung, allerdings. Wir haben diesen Plan euch vorzulegen und wir diskutieren über dessen Finanzierung. Und das bedeutet auch, dass ihr euch damit abfinden müsst,
dass ihr einen Teil des Geldes, das ihr uns geliehen habt, nicht mehr bekommt. Und über den anderen Teil, über die Rückzahlung des anderen Teils, das ungefähr gelten wird, was für Deutschland nach dem Krieg galt. Das heißt Rückzahlung, das heißt Moratorium und Rückzahlung mit einer Wachstumsklausel. Das hat es gegeben in Europa und das muss es wieder geben. Danach, wenn wir so weit gekommen sind, können wir als Sozialisten über den Sozialismus reden. Aber vorher nicht. In einem zerstörten Land ist es Unsinn, über etwas anderes zu reden, als über dessen Aufbau. Und den Aufbau, den macht man mit dem, was man hat. Nicht mit dem, was man sich vorstellt, dass man haben könnte. Eine wichtige Frage, die immer wieder aufkommt und über die ich wahrscheinlich morgen bei der anderen Veranstaltung diskutieren muss, ist, ja, warum wollt ihr denn nicht aus der Eurozone austreten, eure eigene Währung haben, sie abwerten, damit wettbewerbsfähig werden und da ist alles wieder gut. Es ist eine Illusion, die Währungssouveränität. Es gibt keine Währungssouveränität. Der Souverän über die Währungen, das ist der Geldmarkt. Der Geldmarkt bestimmt, wie hoch der Wechselkurs ist. Das bestimmt nicht die Zentralbank eines Landes. Das ist erstmal. Währungen werden international gehandelt. Und bei schwachen und wirtschaftlich zerstörten Ländern, wie es Griechenland ist, ist das Wahrscheinlichste, dass es eine Abwertung ohne Ende geben wird. Eine Abwertung ohne Ende heißt eine ansteigende öffentliche Schuld ohne Ende. Und zweitens eine Inflation. Es ist also kein realistischer Weg. Und auch es ist eine Illusion zu denken, dass Abwertungen wachstumsfördernd wirken. Man bringt immer das Beispiel von Argentinien. Ja, Argentinien ist aber ein sehr reiches Land. Argentinien hat Bodenschätze. Argentinien ist energieunabhängig, fast. Und außerdem lebt in einem günstigen Umfeld, in einem politischen Umfeld, das die Anstrengungen der argentinischen Regierung mit Wohlwollen sieht. Und das ist eine völlig andere Situation als die griechische. Zweitens, eine Abwertung ist sinnvoll nur, wenn das Land, weil eine Abwertung sich so auswirkt, dass die Importe teuer werden und die Exporte billiger. Ja, Voraussetzung ist aber, dass das Land aus eigener Produktion die Importe ersetzen kann und dass es genügend Waren zum Exportieren produziert. Sonst hat das keinen Sinn. Und drittens, die dritte Voraussetzung, dass eine Abwertung sinnvoll ist, ist, dass die Bevölkerung ärmlich lebt, dass die Löhne gesenkt werden. Warum? Weil damit der Import verhindert wird, dass die Bevölkerung praktisch mit dem lebt, was das Land produziert. Das haben viele Länder, Griechenland hat auch gemacht in den 50er Jahren und das ging gut. Aber ärmlich, das kann man heute nicht machen. Das kann man zumindest in der Demokratie nicht machen.
Das ist ungefähr, was hier uns vorschwebt. Natürlich viel auch anderes mehr, beispielsweise sehr große Änderungen des politischen Systems. Aber ich glaube, das würde eigentlich zu lange. Wir gucken mal, wie die Nachfragen sind, dann kannst du dazu auch sagen. Ja. Gut, also was aber von euch benötigt wird. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, wir werden in einer Situation sein, nicht blutig, aber ungefähr so wie im Vietnamkrieg. Was wir vorhaben, das ist ein Zusammenstoß mit dem europäischen Kapital. Das ist nicht kein Zusammenstoß mit griechischen Bankiers. Das ist ein Zusammenstoß mit dem europäischen Kapital. Das ist ein Zusammenstoß mit den stärksten Ländern in Europa. Und dafür brauchen wir Solidarität. Und ihr müsst euch vorbereiten, weil ihr gefordert werdet. Anders geht's nicht. Also, vielen Dank.